So, ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde. SteamWorld heißt, ich will mal Steampunk sagen. Ton funktioniert auch. Reden wir mal mit den Leuten. Wir sollten uns schleunigst vorbereiten, Captain. Der alte Nörgler Seabrass ist tüchtig, aber wir können es nicht mit diesen ganzen Schrottern aufnehmen. Nörgel, Nörgel! Wir brauchen nur noch ein paar Gallonen mehr. Donnerwetter, das lief furchtbar. Ich kann die eh nicht mit vernünftigem Ton sprechen. Wenn ich die nur noch verwechsel, ist es furchtbarer. Diese fleckige Bolzenkörper haben mich ganz schön erwischt. Da vergebt mir echt die Laune auf größere Schiffe, ganz ehrlich. Ich will ungern auf irgendeinem Schrotthaufen enden. Richtig so, Matrose. Okay. Dann fahren wir weiter. Interessanterweise kann man auf diese Mittelpunkte klicken, wenn ich mich nicht irre. Und die fliegen. Aber stattdessen kann man auch einfach direkt auf das Ending klicken und dann fliegen. Ich weiß nicht warum, aber okay. Auftragsziele. Sammelt Beute, räumt das Schiff. Kriegen wir hin. Ausrüstung. Wir haben keine andere Ausrüstung, also Start. Ja. Seabrass. Was heißt Seabrass? Hallo, bin ich zu hören? Wonky hier. Ich habe mich mit ein paar offenen Rohren auf dem Schiff verbunden. Hört man mich? Das sollte ein leichter Auftrag sein, nicht wie der letzte. Greift einfach so viele Gallonen wie möglich. Und wenn ihr epische Beute findet, bringt sie mit. Okay. So. So. Okay. Mach mal auf. Der sitzt da dezent ungünstig. Oh. Oh, das könnte gehen. Hat vom Schaden her leider nicht ganz gereicht. Machen wir hier lieber oben auf. Ungünstig. Das war nicht so schlimm. Sehr gut. Und eine Runde warten. Piper geht hier rüber. So. Seabrass, mach mal auf. Das ist sehr ungünstig. Aber leicht zu erledigen gewesen, zum Glück. Okay, F. Oh ne, ich muss da drauf tatsächlich meinen Zug beenden, okay. Dezent nervig. Ich kann nicht drüber laufen. Bei den Hüten konnte ich drüber laufen, meine ich. Und die sind auch anscheinend nicht so richtig realistisch was wert. So, ich glaube, ich kann dich hier oben erstmal einfach wegmachen, indem ich eine volle Breitseite gebe. Bei dir wird das schon unangenehmer. Mächtiger Schuss. Und bam. Sehr gut. Richtige Fähigkeit zum richtigen Zeitpunkt, dann geht das dann halt doch. So. Diesmal macht Seabrass auf. Okay. Ne, nicht bewachen. Wir schießen jetzt erstmal auf den hier. Sehr gut. Piper, ja. Ich hoffe, sie wird hier hinten nicht allzu sehr dann von dem Typen erwischt, weil... Noch kriegen wir... Oh, er schießt sogar auf ihn. Okay. Und dann von unten... direkt in den Keilriemen. Sehr schön.
Seamdress, schnappt sich die Beute da. Wir schnappen uns die Beute hier. Das dürfte genug Wasser sein für die und für kaputte Schrotter bezahlt uns niemand. Dann sackt die Beute ein und findet eine Rettungskapsel. Okay. Kriechen wir hin. Okay, noch nicht diese Runde. Obwohl, nächste Runde dann wahrscheinlich wirklich. Der hat echt ein Holzbein. Oh, wie gut. Interessant, hier ist ein Pfeil, als ob wir uns da hinstellen könnten. Aber das ist fast drauf. Ha. Wenn man jetzt mehr Leute gehabt hätte, dann hätte man das Fass eventuell erst beseitigen müssen, damit alle in den Feldern stehen können. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es das da nicht, oder es gibt da mehr Felder, auf die man sich stellen kann. So, der Behälter. Der große Preis, verdammt schwer zu finden. Der Inhalt ist sicher besser als die aller Weltsbeute. Epischer Ruf verschafft dir plus einen Sternruf. Aaspistole. Ich glaube, die bekommt man immer bei der Veranstaltung. Dann haben wir Wasser und Schrottgranate. Hilfsmittel Stufe 1. Zusätzliche Aktion. Verschieße eine Granate mit Bogenflugbahn bis zu 6 Schaden im Bereich des Aufschlags. Einmalig pro Auftrag. Das ist cool. Das könnte stark sein. Granaten sind sowieso immer ganz interessant. Die Peripherie gesamt. Okay, wir haben 3 Sterne. Nehmen wir an, dadurch kriegen wir mehr XP oder so. Fähigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte. Eine neue Fertigkeit. Gesundheit. Danke. Erhöht die Gesundheit dieses Charakters um 1. Und Vergeltung. Vanguards werden wütend, wenn sie Schaden nehmen. Wenn sie wütend sind, verursachen sie 2 Bonusschaden. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Und wieder zurück zum Schiff. Gut, die ersten Aufträge sind jetzt ein bisschen fix, ne? Das ist halt so. Es tut mir auch sehr leid. Das dürfte genug Wasser sein. Wir sollten sie in Getzbar ausgeben. Arr, eine neue Kanone kann nicht schaden. Eine verlässliche Waffe ist besser als jedes unerfahrene Crewmitglied. Ich dachte, wir hätten Hausverbot bei Get. Naja, jetzt haben wir jede Menge Galonen. Get ist kein Dummkopf. Wir können wieder mit den Jungs sprechen. Ich denke, wir haben erstmal genug Wasser. Schauen wir bei Get's Bar vorbei. Vielleicht finden wir dort alles Nötige. Gut, vielleicht muss ich Get ein bisschen um den Finger wickeln. Alles in Ordnung, Matrose? Arr! Diese ganze Sache bringt meinen Dampf zum Brodeln. Ich bin so wütend, ich könnte einen Wal erwürgen. Das ist furchtbar, Gabriel. So majestätische Kreaturen. Sie haben noch keinen Wal getroffen, Captain. Stimmt's? Nein, kann ich nicht sagen. Zwielichtige Viecher, alle miteinander. Das einzig Gute an ihnen sind, sie sind randvoll mit Walöl. What? Oh mein Gott. Okay, setzen Sie den Kurs auf Get's Bar, Ma'am. Okay, kriegen wir hin. Na denn. Der Kohlekellerbereich so? Lagerraum? Das sieht wie Forschungsbereich aus. Na, ich bin mal gespannt. Okay, ich nehme an, das ist Get dann. Get Parrot! Solltest du dich nicht hier fernhalten, Faraday? Das sollte ich, Get. Klar, wir hatten eine ziemlich hässliche Begegnung der schrottigen Art. Ich habe ein paar Gallonen übrig. Lass mich das Nötigste einkaufen und dann bin ich auch schon wieder weg. Das letzte Mal hast du mehr mitgenommen, als du bezahlt hattest. Aber ich könnte deine Hilfe brauchen. Na hallo, jetzt habe ich wirklich alles gehört. Die Schrotter haben uns allen ziemlich Ärger gemacht. Sie haben vor ein paar Tagen sogar Mosby, ein Hydrofarmer aus der Gegend, entführt. Gestern sind sie mit einer ganzen Monatslieferung abgehauen und jetzt kann ich meine Wassersteuer an die Royalisten nicht zahlen.
Wir können die Schrotter nicht die Einheimischen belästigen lassen. Außerdem dürften sie finanzkräftig sein. Bringt mir meine Vorräte und behaltet den Rest. Du schuldest mir was, Faraday. Okay. Oh, wir können rekrutieren. Allerdings brauchen wir dafür 4 Sterne. Wir haben bisher erst 3. Frau Botchen. Botchen. Oh, guck mal, da können wir nochmal Waffen kaufen. Arztpistole. Ja gut, wir haben schon eine. Kleine Lagereinheit. Kleiner Reparaturkasten. Und ein Schlagring. Ich glaube, davon brauchen wir nicht unbedingt was. Okay. Ja gut, dann nehme ich mal an, müssen wir den nächsten Auftrag erledigen, damit wir dann zum Beispiel den nächsten Charakter da kaufen können. Na, Captain, wie sieht's aus mit dem alten, wie geht's dem alten Gerd? Nun ja, wir sind auf jeden Fall nicht die Einzige mit einem Schrotterproblem. Arr, wo kommen die überhaupt her? Ihretwegen sehen wir anderen Piraten irgendwie schlecht aus. Die königliche Weltraumgarde wird aktiv werden müssen, wenn sich die Schrotter weiter ausbreiten. Wir werden nirgendwo in der Peripherie mehr Ruhe haben, wenn es dazu kommt. Dann sollten wir Gerd helfen und uns nebenbei an den Schrottern rächen. Okay, soweit ich das sehe, machen wir das dann das nächste Mal. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine sonnige Verabschiedung. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und ciao! Oh ja. Sunny wünscht euch eine sonnige Verabschiedung. Bye bye.